Mit einem gigantischen stehenden Applaus hat Paul Burkhardt das Feuerwerk am Theater Hagen seine Premiere bestanden. Wir haben uns vor der Premiere mit der Regisseurin Nicola Glück und dem musikalischen Leiter Steffen Müller-Gabriel unterhalten. Die Regie führt diesmal einen Gast bei uns, Nicola Glück. Ein Glück, könnte man fast sagen, für Hagen auch, denn was wir bis jetzt mitbekommen haben, es ist eine Frau, die wahnsinnig begeisternd ist, und ich glaube, diese Begeisterung wird dann also auch in der Inszenierung umgesetzt. Das Feuerwerk, es wird nicht nur Feuerwerk genannt, es wird am Samstag auch ein Feuerwerk geben hier in Hagen. Vielleicht sagen Sie mal was dazu. Ja, und zwar werden wir ein Feuerwerk entzünden mit den Darstellern auf der Bühne und mit dazu kommenden Artisten des Zirkus Casselli. Das heißt, wir haben eine spritzige Geschichte, temperamentvolle Gesänge und Spiel und dazu eine ganz tolle Artistenkombo oder Gruppe vom Zirkus Casselli. Das Stück ist nicht unbekannt, in 40 Sprachen wurde es bereits auch übersetzt. Es gab einen Fernsehfilm dazu, aber trotzdem wird es hier in Hagen etwas Besonderes sein. Was ist jetzt hier in Hagen so besonders an dem Feuerwerk, das Sie inszeniert haben? Besonders schön an diesem Feuerwerk, was wir hier in Hagen machen können, ist die Mischung der Besetzung, die wir haben. Wir haben ein ganz tolles Ensemble, allen voran Maria Klier, die Anna singt, die sich bewegen kann, fast wie eine von den Zirkusartisten. Wir haben Rolf Scheider und Ruth Ohlmann, die Iduna und Obolski geben. Und als besonderes Highlight haben wir eben richtige Zirkusartisten dazu. Die kommen und bringen uns den ganz großen Zirkus auf die Bühne. Also normalerweise sind die mit ihrem Zirkuszelt unterwegs und jetzt kommen sie nach Hagen und zeigen ihre ganze Zirkusvielfalt und ihre tolle Akrobatik hier in Hagen auf der Bühne. Es wird rundum ziemlich viel los sein auf der Bühne. Sie haben gesagt, es sind immer große Ensembles. Das Tolle am Stück, an der Komposition Feuerwerk ist, dass es viele schöne Chansons gibt, allen voran Oh mein Papa und so weiter. Dazu gibt es große Ensemble-Szenen für das ganze Team, für die ganze Familie. Und die sind schon so charaktervoll inszeniert, dass die Struktur, wie man es spielen will und was man damit machen will, ja, für mich ganz klar auf der Hand lag. Und ich habe Spaß daran, die sichtbar zu machen und die temperamentvoll auf die Bühne zu bringen. Es wird einiges auch auf der Bühne zu sehen sein, Stichwort Ausstattung. Es geht in die 50er. Wir haben ganz bewusst eine Ausstattung aus der Entstehungszeit des Stückes gewählt, weil wir uns gedacht haben, die Geschichte, die dieser Familie passiert, die Spießbürger, die dann so von so einem Zirkusonkel so aufgemischt werden, die ist vielleicht heute nicht mehr so extrem. Das kann man heute ganz gut verkraften, wenn einer Karriere macht und Künstler wird. Die Leute schicken ihre Kinder zum Superstar oder ich weiß nicht was. Aber in den 50er Jahren war es durchaus ein Problem, wenn diese Spießbürgergesellschaft aufgemischt wurde von Künstlern und Schaustellern und, wie man damals sagte, Zigeunern und fahrendem Volk. Und deshalb haben wir uns gedacht, das kann man ganz gut noch verstehen, diese Zeit. Und trotzdem sind die uns so nah, diese Menschen, dass man die Gefühle, die Anna hat und die Gefühle, die Onkels haben, die dieser Zirkusprinzessin Iduna verfallen, kann man gar nicht anders sagen, die können wir ganz gut verstehen, weil wir nah an unserer Zeit sind. Ohne Musik geht nichts im Feuerwerk. Ab Samstag ist ja Premiere, bei uns ist wieder der musikalische Leiter, Steffen Müller-Gabriel, und es wird sich ganz viel um die Musik drehen. Jetzt haben wir gehört, es soll ein Chanson sein. Aber es ist im Prinzip auch eine Metapher, oder? Es ist von Burkhardt genannt ein abendfüllendes Chanson. Nur ist man mit dem Begriff Chanson, war vielleicht mal griffiger, als es heute ist. Für uns ist es eine Komödie mit Musik. Und was mir besonders gefällt, sind die großen Ensembles, weil immer die ganze Familie anwesend ist und da passiert natürlich einiges. Und das hat Burkhardt wunderbar in Musik gesetzt. Natürlich fehlen auch nicht die bekannten Hits aus der Operette, nenne ich es jetzt, Oh mein Papa, und auch das Ponylied werden wir hören, und es wird ein sehr schöner, bunter Abend. Und wir haben das auch mit Orchester, die Orchesterorchestrierung. Im Original sollten das zwei Klaviere spielen. Für eine Bühne unserer Größe wäre das aber zu wenig an Klang, und deswegen haben wir uns für die große Orchesterfassung, die auch von Burkhardt ist, entschieden. Das Orchester wird nicht zu kurz kommen, denn ich habe so das Gefühl im Vorgespräch gehabt, die Musik dominiert, oder?
Naja, die Musik sollte natürlich auch dienend sein und das Schauspiel untermalen. Die Musik drückt natürlich auch die Gefühle aus von den Darstellern, die auf der Bühne sich befinden. Manchmal ohne, dass der Darsteller überhaupt irgendwas sagen muss. Deswegen ist natürlich, es ist eine durchkomponierte, nein, nicht ganz durchkomponiert. Es gibt auch Dialogszenen, aber die Musik ist so bunt und auch gerade um den Zirkus darzustellen, was wäre ein Zirkus ohne Musik? Und auch das hören wir aus dem Orchestergraben und es klingt, was wir bisher proben, wirklich schön. Es wird viel Freude geben, so viel habe ich schon herausgehört, aber ich denke mal, auch fürs Orchester wird es mal wieder freudig sein, sowas zu spielen und sowas umzusetzen, ganz einfach, oder? Ganz bestimmt. Wir haben bei den Proben großen Spaß, lachen sehr viel, weil es doch eine sehr muntere, launige Musik ist.